Meine Güte, Alter, was die Geister sich hier erlauben in Hogwarts, ey, sind da fast so schlimm wie die Lehrkörper. Na gut, dass sie ein bisschen mehr drauf haben als Lehrer, haben wir ja gemerkt. Wenigstens hat er fast kopflose Nick hingekriegt, Schnecken in den Griff zu bekommen. Das ist ja wieder so eine Thematik, die Lehrer von Hogwarts noch nicht so ganz begriffen haben. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, waren wir da hinten schon? Waren wir da drinnen? Ich weiß es gerade gar nicht, oder bin ich da gerade dran vorbeigerannt? Nee, ich glaube, von hier kam der blöde Neville. Nee, hier waren wir noch nicht. Alles klar. Ihr müsst jetzt mal kurz horchen. Hört ihr dieses Lachen? Ich habe als Kind immer gedacht, dass die Viecher das hier sind. Diese Schmetterlinge. Wow, Kamera. Diese Schmetterlinge. Falls einer von euch genauere Informationen dazu hat. Da oben ist eine Karte. Komm runter. Also ihr merkt. Hengist of Woodcroft. Of Woodcroft. World of Woodcroft. Nee, also ihr merkt. Ja, das könnt ihr auch nicht mehr von mir erwarten, dass ich nach... Krass, Alter. Dass ich nach 12 Jahren... Oh Mann, das tut weh, Alter. Ich kann jetzt schon den zweistelligen Bereich über meine Kindheit erzählen, obwohl ich in der Zeit dann schon in der Jugendzeit war. Oh Mann, Alter, wo ist die Zeit hin, verdammte Scheiße? Das ist schon hart, Alter, aber man kann auch nicht mehr erwarten, dass ich nach 12 Jahren solche Kleinigkeiten noch weiß. Ja, seht ihr, Leute, es geht eigentlich ziemlich schnell. Wir haben jetzt schon... Entschuldigung. Wir haben jetzt schon 27%. Also das wird kein langes LP. Aber gut, wir haben ja noch ein bisschen vor uns, noch ein paar Teile. Ich habe auch schon gelesen, ihr freut euch wirklich über das Projekt, was mich auch sehr, sehr positiv überrascht. Ich dachte eigentlich, dass gerade so ein alter PS1-Schinken nicht mehr so bei euch ankommen würde. Aber ihr habt mich eines Besseren belehrt, zu meiner Freude, zu meiner sehr, sehr großen Freude, zu meiner sehr, sehr großen Nicht-Freude, merke ich gerade, dass ich wieder zurück zum alten Hagrid renne. Und sehe, dass der gerade hoch beschäftigt damit ist, sein Haus zu bewachen, damit das nicht wegläuft. Ja, ja, einmal mit Profis zusammenarbeiten. Einmal mit Profis zusammenarbeiten. Und da hinten sind sie, die schluckenden Wasserspeier. Die ihren Feuersamen beschützen. Ja, das ist ein Endboss, Alter. Der ist für die Geschichte der Bosse gemacht, Freunde. Ihr seht das schon, diese Schwierigkeit hier. Das ist unfassbar. Der Boss, der hält auch eine Menge aus. Also das, ne, dieser Boss hier, Freunde, war somit einer der ersten Souls-Bosse eigentlich. Die haben extra dafür From Software, für Harry Potter und der Stein der Weisen angerufen, damit sie diesen Boss designen können. Wingardium Leviosa. Und nicht Leviosa. Boah, der wird auch nicht alt, also. Mecker nicht hoch da. Jeder hat seinen Platz, auch du, du schluckender Wasserspeier. Ja, schlucken konnte der, ja, meine Zauber zumindest. Jetzt muss ich mich hier nochmal umschauen. Ich bin mir nämlich noch nicht ganz safety, ob ich was verpasst habe. Die geheimen Minispiele, die würde ich schon gerne mitnehmen. Also so ist ja nicht, da würde ich ungern drauf verzichten. So, wisst ihr was, Freunde? Ich glaube sowieso nicht, dass wir hier hinten nochmal hinkommen. Deswegen... Ja, du darfst speichern. Ich muss eigentlich gar nicht so häufig speichern, Alter. Wozu spiele ich den Scheiß auf dem Emulator? Trotz alledem gönne ich mir jetzt hier erstmal... ein Wodka. Gluck. 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 Och, Ari ist glücklich. Ari sieht alles doppelt. Fragt mich jetzt nicht, ob die hier irgendwo hinten in Hogwarts einen Vulkan haben oder woher die verdammte Lava kommt. Ich habe nicht den blassen Dunst, Alter. Wahrscheinlich, so wie die auf ihre Sicherheitsmaßnahmen achten, läuft diese Lava wahrscheinlich direkt ins Trinkwasser. Oder noch besser, ins Wasser, was hier mit Duschen und Badezimmer in Hogwarts verbunden ist. Müsst ihr... Ich stelle das gerade so vor. Ah, die Armee der Knuddelmuffs. Wir haben ein Nest gefunden. Juhu. Knuddel, Knuddel, Knuddelmuffs. Eigentlich sind die... Ne, Knuddelmuffs. War Knuddelmuffs nicht die Viecher von... Secret of Mana? Pogo-Puschel.
Pogo-Puschel, Alter. Eine Ex-Freundin von mir ist voll auf die abgegangen. Pogo-Puschel. So hießen die Viecher, genau. Ihr Knuddelmus. Aber wir haben hier Knuddelmus, Freunde. Scheiß auf Pogo-Puschel, Alter. Vor allem unsere fetten Kartoffeln. Die sind wenigstens cool zu uns und wollen uns nicht massakrieren, Alter. Wie diese komischen Pogo-Puschels aus Secret of Mana. Ne, was wollte ich erzählen? Genau, stellt euch mal vor, ihr seid so in Hogwarts, wollt zu duschen, es war ein harter Tag, ihr habt viel gezaubert, Alter. Habt 3 Stunden probiert und kommt einen Satz von Professor Quirrell irgendwie zuzuhören. Und dann geht er so in der Dusche, total müde, denkt so, oh, jetzt nur noch warm duschen. Stellt das warme Wasser ein und auf einmal kommt da fucking Lava raus, Alter. Weil die Lava mal so ganz locker ins normale Trinkwasser mit eingeflossen ist. Ganz, ganz großes Kino hier. Hogwarts, meine Damen und Herren. Schicken Sie Ihr Kind hier hin. Es ist wie Lotto. Sie werden nicht wissen, ob es halt zurückkommt oder ob es zurückkommt. Im schlimmsten Fall ist es mit den Schnecken abgehauen. Denn die Schnecken sind gute Ausbrecher hier in Hogwarts. Sind die Michael Schofields unter den Hogwartanern. Genau. Ach, Freunde, Alter. Dieses LP, das ist nicht gut für mich, aber ist Harry Potter. Also, was sollen wir im Endeffekt draus machen? Ich freue mich auf jeden Fall. Ich kann nachvollziehen, warum ich das Spiel als Kind so gefeiert habe. Man muss aber auch wiederum sagen, ich hatte es ja bei Facebook schon geschrieben, ich möchte jetzt auch mal wissen, wie verklärt eigentlich Nostalgie im Endeffekt sein kann. Weil ich mir auch das Game schon ein bisschen objektiv jetzt mal anschauen will. Und ob das überhaupt, weil so ist es nun mal, die YouTube-Views und die Trends zeigen, dass meistens das, was beliebt ist, nicht unbedingt gut sein muss. Und ich will wissen, ob ich als Kind genauso Geschmacksverirrungen hatte. Ich meine in Sachen Filme und Serien eigentlich gar nicht so. Da hat sich mein Geschmack bis heute wenig geändert. Aber vielleicht bei Games. Kann ja sein. Ich habe ja früher auch ganz anders gezockt und ein ganz anderes Zockverhalten gehabt als heute. Ich war dann doch eher das Kind, was immer viel unterwegs war, viel draußen. Ich muss auch sagen, zu meinem Bedauern leider wenig familienbezogen, weil ich halt wirklich fast immer nur bei Freunden war. Also von Familienbildern, Fotos und so weiter, Feiern, Videos bin ich immer sehr, sehr selten zu sehen, weil ich halt immer unterwegs war. Ja, und wenn ich dann mal zu Hause war, dann habe ich meine Zeit mit Zelda Ocarina of Time, Harry Potter und ganz, ganz vielen anderen PS1-Spielen vergeudet. Ja, welche das sind, denke ich mal. Ich werde mal schauen, Alter. Ich habe sowieso mir immer gesagt, irgendwann haben eigentlich diese ganzen Spiele meiner Kindheit schon Platz hier auf dem Kanal verdient. Ob ich jetzt von jedem einen LP mache, das weiß ich nicht. Weil im Endeffekt sind es gerade gar nicht so viele Spiele, wenn ich mich zurückerinnere. So, Digga, ach, der kackt gar keine Bohnen aus. Achso, ja, es geht ja nur darum, den groß zu machen. Halt, 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 nicht fressen! Wo muss der jetzt überhaupt gerade rein? Ich laber hier mir einen Ast ab. Der muss hier hinten rein. Ah, alles klar, wir müssen den gleich noch verkleinern. Ist aber kein Problem. Wo war ich stehen geblieben? Wo war ich stehen geblieben? Naja, aber wie gesagt, so viele Spiele habe ich damals in meiner Kindheit gerade eigentlich gar nicht gespielt. Würde mich mal interessieren, wie das bei euch ist. Wenn ihr euch jetzt so zurückerinnert, habt ihr damals viele Spiele gespielt, also genauso ansatzweise viele wie heute? Also das geht hauptsächlich an die Leute, an die Kinder der 90er sozusagen. Oder wart ihr da auch eher? Nee, eigentlich kann man die Games, die ich so in der Zeit gezockt habe, an 2 Händen abzählen. Aber dafür habe ich diese Spiele halt mindestens schon 100.000 Mal durchgespielt. Tja. Games haben Geld gekostet, ne? Und mit 10 Jahren hast du noch nicht so dick, fat, cash, money, fat, stacks gemacht hier, wie unser guter Ari. Nein, da waren die Zeiten noch ganz, ganz, ganz anders. Gut. Gut, liebe Kartoffeln, ich hoffe, ihr werdet glücklich. Die müssen jetzt elendig da drinnen verhungern, damit Harry hier weiter kann. Und ja, wir sind ganz, ganz tief im Vulkan drinne. Das macht vorne und hinten alles keinen Sinn, Freunde, ich weiß. Aber ich liebe es. Es ist ganz, ganz großes Kino hier bei Harry Potter. Fette Kamerafahrt, Inszenierung à la Michael Bay, Call of Duty-esque. Boah, du dachtest dir früher, boah, Alter, wie soll ich denn da jetzt rüberkommen, Mann? Das wird doch voll die Lebensaufgabe, Alter. Das schafft doch kein Mensch, Alter. Wenn ich da runterfall, dann bin ich flambiert, bin ich Marshmallow.
Und da hinten sind sie, die Feuersamen, wer auch immer sie da hinten platziert hat. Wieder abgesperrt von Bäumen. Ja, ich hab's gerafft. Ja, Feuersamen, da will ich hin, danke. Und der Gag ist, diese Kamerafahrt dauerte länger als die Zeit, die wir jetzt brauchen, um da hinzukommen. Und natürlich, ihr seht's gerade, jetzt bricht hier der Weg zurück natürlich noch ein, dass auch bloß kein Mensch mehr darüber kann. Also wir haben mal wieder richtig Glück gehabt, dass nicht der blöde Ron zum Beispiel aus Langeweile hier einfach hingelatscht ist und uns die Teile kaputt gemacht hat. Sonst wären wir nämlich nicht mehr rübergekommen. So, einmal da, einmal da, einmal da und einmal rüber. Aufpassen hier, ne? Wir wollen ja alle Birdie Bots Bohnen haben, ne? Zumindest hier in dem Bereich. Hier findet man die meisten ja automatisch. Den, ach, scheiß drauf. Wortgeil ist Wortgeil, ob wir ihn brauchen oder nicht. Glück, Glück, Glück. Ari ist glücklich. Wow! Ich brenne! Feuer! Ruf die Feuerwehr! Feuer! Wer? Hier, der Harry. Ach so. Incendio! Ding, ding, ding. Ding, ding. Ding, 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 ding. Hallo? Ding, 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 ding. Alter! Harry, du Analphabet! Incendio! Ding, 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 ding. Alter! Ding, 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 ding. Meine Fresse! Lustigerweise, ich hatte da als Kind schon so Probleme mit, aber es ist gar nicht schwer. Liegt am Controller, liegt am Emulator. Ich kann da nicht, ich kann da nichts für. Die Probleme liegen niemals bei mir, ja? Ich habe die Samen gefunden. Jetzt bringe ich die Hagrid. Aber ganz, ganz schnell. Ich glaube, wir müssen ja sogar ein bisschen Gas geben, weil die, weil das Zeug kann abkühlen. Frag mich nicht, wie der es hinkriegt, Feuer in einem Glas einzusperren, Alter. Vor allem, wenn der Deckel zu ist, ist ja nicht so, dass Feuer Sauerstoff oder sowas braucht. War noch nie so. Wird auch niemals so sein, so. Oder das Feuer sich ausdehnt, oder? Nein. Und nicht in der Harry Potter Welt. Aber guck mal, irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, unsere Plattform nachzupflanzen. Ist unfassbar, Alter. Wisst ihr was, Alter? Scheiß auf Lord Voldemort. Ich meine natürlich, du weißt schon wen. Hogwarts zerstört sich von alleine. Wenn keiner diesen Lavafluss in der nächsten Zeit aufhält, dann ist Hogwarts sowieso in spätestens 10 Jahre im Arsch, Alter. Scheiß Erderwärmung hier. Das merkt man sogar schon in Hogwarts. Das ist unfassbar, Freunde. Und wenn ihr denkt, wir können jetzt eine Abkürzung zurücknehmen, dann seid ihr richtig schief gewickelt. Ne, können wir nicht. Wir müssen den ganzen Weg jetzt schön einzeln zurücklatschen. Das wir natürlich nutzen werden, um nochmal in aller Ruhe uns die großen Abenteuer und Gefahren anzuschauen, denen wir entgegengetreten sind, auf dem Weg, diese verdammten Feuersamen für diesen verdammten arbeitslosen Hagrid zusammenzusammeln. Ron ist der Trailer Harald und Hagrid ist der Trailer Walter. Ich sag's euch. Hier war hinten wirklich nichts mehr. Mich wundert so ein bisschen, dass ich den letzten Bertie-Botts-Bone-Bereich noch nicht benutzt habe. Irgendwo musste der ja sein. Das dritte Minispiel, da bin ich 100% schon vorbeigelatscht. Ja, ja, und naja, Oh Gott, bringen wir die Scheiße mal zurück. Ich glaube, die Dämpfe hier in den Gärten, die schlagen mir so langsam aufs Gemüt. Kannst mal froh sein, Harry, dass deine Brille nicht kaputt gegangen ist, ne? Sonst müssten wir erstmal hier nebenquestmäßig zu Vielmann gehen. Und ich glaube nicht, dass die in Hogwarts einen Vielmann haben. Ja. Wo ging's hier jetzt nochmal lang? Ging's da lang? Ging's da lang? Ja, sorry, hier, das System hier in den Wäldern. Jetzt lacht nicht über mich. Tut nicht so, als hättet ihr euch noch nie in Wäldern verlaufen, ja? Vor allem hier. Guckt euch das an hier. Das ist doch komplettes Chaos. Man weiß nicht, wo lang hier. Überall Bäume. Guck mal da, ein fetter Idiot. Harry, hast die Feuersamen gefunden? Ja, hab ich gefunden. Jetzt zeige ich dir, wofür ich sie brauche. Bitte nicht. Ist aber ein Geheimnis. Nein! Nein! Nein, Harry. Putz dir die Füße ab. Nein!
Ich will das nicht sehen. Ich will das nicht. Willkommen in meinem Zuhause, Harry. Ist zwar klein, aber bestimmt geräumiger als dein Schrank unter der Treppe, ne? Oh, er zeigt mir seine Eier. Das von einem Mann im Eberkopf bekommen. Ist ein Drachenei. Brauch ein paar Feuerkrabben, um es nochmal ordentlich heiß werden zu lassen. Damit es schlüpft, leg sie ins Feuer, Harry. Du brauchst einen Schlag vor die Rübe, Digga. Guck mal, dein Ei ist größer als Harry. Der Norbert! Du hast es geschafft, Harry. Es schlüpft. Na komm schon, mein Schöner. Ruf bitte jemand nochmal die Peter an. Ist er nicht wunderhübsch? Werd ihn Norbert nennen. Ist ein norwegischer Stachelbuckel. Harry, bist ein echter Freund. Möcht dir dieses Buch hier geben. Quidditch im Wandel der Zeiten. Ernsthaft, ein Buch? Ein fucking Buch. Ich gehe auf die Schule, Alter. Wenn ich eins genügend hab, dann Bücher, Kumpel. Sollte Norbert bald was zu fressen geben. Vor Fütteron. Sehen uns später, Harry. Danke nochmal. Hagrid hat einen Drachen. Was auch später sehr, sehr wichtig für den Plot wird. Ja, und damit haben wir das Schlossgelände auch beendet. Vorerst. Und das Tor hat sich wie durch Zauberhand geöffnet. Wir konnten es vorher ja aus irgendeinem Grund nicht... Oh, meine Narbe tut so weh. Nicht öffnen. Deswegen werde ich mal die Zeit nutzen und es speichern. Safen. Und dann sehen wir uns, wie ihr wisstet, an dieser Stelle das nächste Mal wieder bei Ihr wisst schon wem TV mit Ihr wisst schon wer und der Ihr wisst schon was. Bis dahin, Freunde. Ich wünsche euch Ihr wisst schon was. Bis zum Ihr wisst schon wann. Euer Ihr wisst schon wer.